Herzlich willkommen bei Aktienlust TV. Ja, heute mal nicht von meinem Arbeitsplatz im Büro, sondern von mir zu Hause aus. Ja, ich habe mir mal eine kleine Auszeit gegönnt, jetzt in den sonnigen Pfingsttagen bis in die nächste Woche rein. Aber natürlich, als Aktionär hat man immer ein Auge auf den Markt, man ist immer am Markt dran. Und natürlich möchte ich Sie auch hier nicht alleine lassen und auch über die aktuelle Entwicklung am Markt berichten. Natürlich ein bisschen schön mit dem Espresso in der Hand, das gehört dazu. Wenn man sich mal ein bisschen zu Hause entspannt und die Börse mal mit einem etwas größeren Abstand betrachtet. Ja, natürlich, an der Börse geht es immer hin und her. Und Aufreger der Woche war ja zu Beginn die vermeintliche Einigung der Amerikaner mit den Chinesen in Sachen Handelsstreit. Ja, man hat sich ja darauf verständigt, dass die Chinesen 200 Milliarden oder im Wert von 200 Milliarden Dollar demnächst Nahrungsmittel aus den USA pro Jahr beziehen, um eben das Handelsbilanzdefizit zu verringern. Das ist ja eine Forderung von Donald Trump an die Chinesen. Und man sieht, er ist ein Dealmaker. Zumindest hier hat er schon mal erste Erfolge zu feiern. Und das ist ja auch das, was auf seiner Agenda ganz oben steht. Alles, was den Amerikanern zugutekommt, das hat er ganz klar im Visier. Gestern die Börse in Deutschland extrem positiv darauf reagiert, vor allen Dingen die Autowerte. Das hing mit einer zweiten Meldung aus dem Reich der Mitte zusammen. Ja, die Chinesen wollen die Einfuhr, die Importzölle auf ausländische PKWs von aktuell 25 auf 15% reduzieren. Das beflügelt natürlich gleich die Fantasien, bezogen auch auf unsere deutschen Autobauer. Durch die Bank weg gab es Gewinne. Heute aber ist wieder Moll angesagt, denn Italien. Ja, Italien ist wieder mal ein bisschen am Rumoren. Die neue Regierung, die sich da abzeichnet, die möchte gleich mal wieder Geschenke verteilen an das Volk. Ja, also Mindestlohn soll eingeführt werden. Es soll das Renteneintrittsalter gesenkt werden. Also alle schöne Wahlversprechen. Aber natürlich, wie soll das finanziert werden? Da wachsen natürlich gleich wieder Ängste, dass auch der deutsche Steuerzahler hier irgendwann zur Kasse gebeten wird, dass sich Griechenland wiederholt, dass man natürlich hier auf einen Streit hinausläuft zwischen den Italienern und der EZB, der EU. Da dürfen wir gespannt sein und das lastet natürlich auf den Märkten. Aber ich kann schon heute sagen, im Grunde genommen wird man sich hier auch wieder auf einen kleinen Nenner verständigen. Natürlich, die EZB wird weiterhin Geld ausschütten. Mario Draghi, der Italiener an der Spitze, der noch Italiener an der Spitze, weil hier steht ja ein Wechsel bevor. Der wird natürlich seinen Teil dazu beitragen, dass es seinen Azuris auch in den nächsten Jahren einigermaßen gut geht. Die EZB kommt um ihre Niedrigzinspolitik gar nicht umhin. Man wird hier weitergehen. Man sieht es auch beim Dollar, der wieder zur Stärke neigt. Das sollte eigentlich per se den deutschen Unternehmen wieder zugutekommen, was das Thema Gewinnqualität angeht. Man hat ja hier im ersten Quartal ein bisschen unter einem überraschend starken Euro gelitten. Das kehrt sich jetzt gerade wieder ins Gegenteil um. Wir haben ein bisschen Jojo-Börse an den Märkten. Wenn Sie jetzt den S&P sich mal anschauen im Chart, Sie sehen, man pendelt hier oberhalb von 2700 Punkten hin und her, hin und her. Vermeintliche Kaufsignale werden abverkauft. Wiederum Verkaufssignale gekauft. Aber ich sag mal, solange wir im Bereich 2,7 uns hier halten, ist die Welt in Ordnung, müssen wir uns keine Sorgen machen. Im DAX, man hat hier eine starke Erholung gehabt, deutlich Richtung 13.000 Punkte und darüber. Das ist jetzt so die Marke, die ein bisschen noch umkämpft sein wird. Wichtiger für mich die 200-Tage-Linie, die notiert aktuell bei 12.600. Die dreht wieder nach oben und wird künftig als Unterstützung wieder ins Spiel kommen. Also hier kann es in den nächsten Wochen noch ein bisschen Schwankung geben. Aber die grundlegende Richtung, die zeigt aus meiner Sicht eigentlich wieder nach oben. Von daher, in unseren Börsenbriefen geben wir jetzt wieder das Motto vor, schwache Tage sind Kauftage. Das sollte auch Ihre Anregung sein, auf Aktienlust TV sich die Märkte jetzt anzuschauen. Und wer Lust auf Aktien hat, der könnte demnächst wieder mal das ein oder andere Schnäppchen hier erhaschen. Darüber halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. Der Mick von der Börse, ich hier aus meinem Garten, demnächst natürlich auch wieder im Büro, hier auf Aktienlust TV, Ihr Jürgen Schmidt.